Udo. Und ich habe dich nachher schon fast dich zurückgerufen, weil ich das zu spät sehen, ob ich eingeschaltet habe, war der schon weg. Das ist jetzt immer so blöd mit dem Tablet, weil der oft online anzeigt, obwohl man nicht online ist. Erzählt mal was, wir haben den ganzen Tag schon geredet, erzählt mal was. Wir haben festgestellt, dass man einen Doppelschritt machen müssen. Das Problem ist der Doppelschritt. Dass es gar nicht ums Wissen geht, sondern in dem Moment, wo ich den Doppelschritt mache, schaue ich einfach nur Wissen an oder was auch immer passiert. Immer ganz, ganz wichtig, der Zeit ist auch immer, wo ich gesagt habe, du musst auch merken, wenn du jetzt, ihr seid ja noch jünger, jetzt gebt nochmal 10, 15 Jahren drauf, dann weißt du, ich mache jetzt mit der Udo-Geschichte, ich merke zur Zeit, dass ich so extrem vergesslich war, ohne was zu vergessen. Und das ist jetzt das hier, ich habe jetzt einen Ordner gehabt mit Film, Video, mit Ausschnitten, wo ich immer hergesucht habe für die Vorträge und ganz, ganz tolle Sachen, also so Stillblüten, wie man das nennt, wo du die Schizophrenie der normalen Menschen so richtig schön zeigen kannst. Und den habe ich jetzt komplett gelöscht, weil ich sage, scheiß drauf, loslassen. Wichtig ist, dir muss bewusst werden, dass du vergesslich warst. Es geht ums Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht das Wissen. Das Wissen ändert sich eh. Das ist wie mit Computertechnik, wenn du jetzt, wenn du zurückgehst, Heiko, je nachdem, wann du in dein Leben angefangen hast, bei mir ist ja das mit C64 losgegangen, mit Basic-Programmierung, da hat es ja das überhaupt noch nicht gegeben. Da war ich ganz, ganz am Anfang mitgestanden. Am DOS, und das interessiert keine alte Sau mehr. Und dann willst du und lernst, und dieses intellektuelle Wissen ist immer nur zeitabhängig. Es ist vergänglich. Das ist das, was man verstehen muss. Und wenn du es durchschaut hast, das ist, dann wird es zurückgelegt, habe ich gesagt. Du nimmst immer nur ein Wissen mit, das du aber nur in Verbindung mit Vorstellungen erleben kannst. Mein schönes Beispiel mit Sauer, Heiko. Ich bleibe mal, ich rede mit dem Heiko. Heiko, es ist definitiv so, dass du irgendwann einmal als Heiko-Kind mit 2, 3, 4 hast du irgendwann einmal etwas Saueres im Mund gehabt. Saure Apfel, Zitrone, bäh. Das heißt, irgendwann einmal hast du in Verbindung mit dem von dir ausgedachten jungen Heiko-Körper in der Kombination merkt, was sauer ist. Das ist ein Lernprozess. Okay? Und wichtig ist jetzt, du hast hundertprozentig, weißt du nochmal, was das für ein Ding war, wo du das erste Mal mit sauer konfrontiert wurdest. Was du mitnimmst, ist nur die Erfahrung, was sauer ist. Aber um das einmal hier als Information zu erleben, muss das in der Kombination mit einer Personifizierung passieren und den Gegenstand. Das ist aber komplett überflüssig in dem Moment, wenn du weißt, was sauer ist. Okay? Und so ist es mit allen Sachen. Du nimmst das Wissen selber, das du mitnimmst, das dann wieder reinfällt, wenn du das einmal entfaltet hast. Das ist dann eine durchschaute Datei, das heißt nicht einmal, dass du die jemals wieder brauchst. Du könntest die dann aber relativ schnell wieder reaktivieren, also diese Erfahrungswerte selber. Ich mache immer ganz so ein Beispiel, wie ich Elektronik noch für Elektronikverstärker gebaut habe. Die Widerstände haben einen Farbcode. Das sind ja so kleine Dingerli für die Martina. Der Heiko wird's wissen, nehme ich an, oder ein bisschen mit Elektronikbauteile. Und da gibt es ja unheimlich viele Werte. Und wenn du jetzt in so einen kleinen Widerstand hast, so ein längliches Ding, da winzig klein den Wert drauf zu drucken, wenn die mit einer Bestückungsmaschine auf die Platine gelötet werden, reingestanzt werden und der dreht sich, dann kannst du ja den Wert nicht lesen, wenn du von oben drauf schaust. Und da ist, seit es Widerstände gibt, haben die einen Farbcode, da sind Farbringe rum, mehrere Farbringe, und das ist praktisch, die Farbringe sind ein Zahlencode, und wenn jetzt die reingestanzt wird, kannst du das jederzeit lesen. Und wenn du damit arbeitest, dieser Farbcode von den Ringen, wenn du täglich damit arbeitest, wenn du einen Widerstand anschaust, das siehst du sofort so, als wenn das, da musst du nicht einmal denken oder umsetzen, das ist so, als wenn das ganz groß draufgedruckt wäre. Du kannst das eventuell nachvollziehen, wenn man sich das erste Mal mit hebräischen Zeichen beschäftigt und du siehst die das erste Mal, dann sagst du, das lernst du nie. Und dann machst du dir die Mühe, das ist immer wieder, wo ich schon angesprochen habe, in die Ich Bin-Dus mache ich jetzt erst nur die Zahlen. Ich mache die auch von links nach rechts, in die Ohrenbohrungen, in die ersten Bände, ich bin du, du bist ich, ist eigentlich zuerst einmal nur Zahlenwerte, die Zahlenketten und von links nach rechts lesen, weil du das gewöhnt bist. Und dann erst mache ich dann die hebräischen Zeichen und dann höre ich von so vielen, das lerne ich nie. Das lerne ich nie. Was ist das Zahl? Was ist das für ein Buchstabe? Und wenn du dich eine Zeit lang damit beschäftigst, wenn du jetzt manchmal bei der Liliane die Zahlen hinschreibst, das ist so anstrengend, aus den Zahlen die hebräischen Buchstaben zu machen, und dann hat die das jetzt von rechts nach links oder von links nach rechts geschrieben,
Und du wirst jetzt merken, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was auf dem Film sein muss, Heiko. Ich sage immer wieder, muss auf dem Film sein, du hast was anderes zu lernen. Dass du, wenn du ein Zeichen siehst, dass du sofort in einem Augenblick den Zahlenwert hast und die Symbolik hast und die Lautwesen hast. Das ist jetzt schon ein Chat. Merkst du jetzt, wenn ich das ausspreche, denke ich schon wieder verschiedene Teile in dem Chat. Dass das, wenn das einmal verstanden ist, schaust du das Zeichen an und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass du die vorher, dass das so kompliziert ist, weil es eigentlich viel einfacher wird, wenn man einmal diese Zeichen, diese symbolischen Hieroglyphen, wie ich das nicht drin hat. Weil da, wenn jetzt Aleph Bet steht, sehe ich sofort hier das Aleph, ich sehe das Bet, ich sehe den Pfad, ich sehe das Aufblühen, ich sehe die Eins und die Zwei. In einem einzigen Ding, in der Zahlenkette oder in den Buchstaben sehe ich das eben nicht. Das ist das, dieses Chat-Fassen. Und das ist immer wieder gesagt, in jedem Leben lernst du was anderes. Du steigerst dich jetzt meinetwegen in Linux rein, da kannst du jetzt ein bisschen warten und dann ist Linux sowas wie Basic C64. Ja. Da sagst du, warum habe ich es gelernt? Das ist ja ständige Verwandlung wie der Körper und alles andere auch. Lass es fließen. Kinder können schöne Geschichten noch erzählen, aber die Schwierigkeit, ich habe den ganzen Tag, ich tue jetzt glaube ich schon seit 9:30 tue ich ununterbrochen reden. Und jetzt habe ich die Donis sind heute Morgen gefahren, die waren eine Woche da, schau her. Die neue Supermaschine. Hast du da einen Nautilus? Nein, ein Nautilus habe ich selbstverständlich auch. Das ist der Kindergarten-Nautilus, das ist die Supermaschine. Ich habe nur Supermaschinen. Da habe ich mein Nautilus. Ups. Die habe ich trockengelegt. Die Keulgeräte habe ich alle trockengelegt. Den meinst du, ne? Das ist Da Nautilus. ist er. Nein, nein, nein. Das ist ein Skyline. Das ist zur Zeit des Übergerädelautests. Muss er da ja fast reinstellen hier. Das ist der Überverdampfer. Der ist mit zwei Kapseln innen. Muss ich mir mal raussuchen können. Warte mal schnell, Heiko, ich mache mal ganz kurz, das ist zwar jetzt hier, Kannst du wen mir habe ich den hier? Link auf Skype geben, weil hier Ja, ich verschwindet er immer. zeig dir, du musst, Heiko, wenn du willst, ich mache nicht nur den Link auf Skype, ich mache dir dann sogar nochmal was anderes, aber du musst jetzt einen kleinen Moment. Kann man da auch ein Ding reinstellen hier? Nee, Hat man da du kannst einen nur Chat? Text, du kannst nur Hat man da Text einen Chat irgendwo? unten rechts. Kann man da Bilder auch reinstellen? Nee, bei Bilder, da kannst du deinen Bildschirm Oder übertragen. Videoadresse kann man reinstellen? Eine Adresse, ja. Haben wir ja schon. Also gut, hat sich schon erübrigt. Was muss ich jetzt machen, Heiko? Da steht Watch Together. Nee, mach Du das musst die nicht. Adresse wahrscheinlich kopieren, weil er keinen Link weitergibt. Du musst die YouTube-Adresse kopieren und dann in YouTube aufmachen. Das ist nicht wie bei Skype, dass es Doch, automatisch. Kannst du den auch anschauen? du kannst ihn anklicken, aber dann öffnet sich ein neuer Tab für das Video. Ehrlich, macht ihr das? Ja, macht er. Ja, Nee, bei mir jetzt. zeigt er das nicht. Ach so, Watch Together muss man. Nee. Eben, ja, das Besondere zu zeigen. Hast du das angeschaut? Unglaublich, oder? Ja. Ach so. Ist das Das ist eine jetzt. geile Scheiße? Heute ist er gekommen, ja? Der Himmelsverdampfer. Ich nenne ihn einfach mal so. Ihr wisst schon, welcher dann gemeint Kannst du ist. wieder ausmachen? Ist das eine geile Scheiße? Sagt er. Seid ihr wieder da? Ja, falsch Du geklickt. auch? Martina? Martina muss sein Mikrofon wieder anschalten. Mikro einschalten, Martina. Jetzt. Mikrofon. Ja. Und wenn ihr das Das seht, eine geile. Mach den ja. wieder weg. Ja, wie?
Der hat Und oben ein einfach X. Chat wegmachen, einfach Ach wieder so. auf den Chat gehen, dann kippt er um. Halleluja. Alles klar. Ist das eine geile Scheiße? Und das Verrückte ist, den habe ich jetzt noch umbaut. Siehst du das an das Glas? So bauchiges Glas, da geht 5 Milliliter rein. Und es schmeckt besser? Das ist jetzt die Kopie, die habe ich von Martin gekriegt. Der ist aber 1:1 wie das Original. Der kostet 189 Euro im Original. Und da müsste, wenn dich interessiert, der Michael überlegt, ob er aus China welche importiert, dann kosten so 25 Euro. Ich habe den Griecher die eh geschenkt. Ich habe ja eh bloß die Granaten. Schau, ich zeige dir mal meine kleine Palette. Die sind alle mit feinsten Liquids. Ein schöner Blumenstrauß an Edelverdampfern. Das ist der Kaifun. Das ist der Kaifun. Das ist eine ganz schwere Maschine. Das ist Giant V5. Das ist alles deutsche Gerät. Das ist das Quape aus der Schweiz. Und das ist jetzt der neue Himmelsverdampfer. Das ist ein Grieche, der wohnt aber auch in der Schweiz. Das sind alle, und das sind laut, wenn der so viel gut oder was, das sind die Granaten, die besten, wo es überhaupt gibt. Ja, da brauche ich jetzt schon mal kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich immer denke, ich übertreibe bei solchen Sachen. Du, Martina, du hast das geschenkt, alles geschenkt. Ja. Die wollen mir Freude machen, mir wird einer reichen auch mit, aber das ist nochmal, ich habe jetzt meine Midi-Coils, das sind alle selber Wickler. Also zum Wickeln. Wobei das ja nichts mehr, die kannst die anderen total vergessen. Aber ich bin ja Backendampfer, ich habe meistens immer 8 Watt oder 9 Watt, mehr brauche ich nicht und die machen Dampf ohne Ende. Und vor allem, du brauchst jetzt das Wickeln selber, musst eigentlich gar nicht einmal eine Spule rein, die kann man ausbrühen. Man kann schnell die Watte austauschen, die halten auch viel länger, weil je nachdem, wie du es wickelst. Und das Watte austauschen, das macht nicht viel mehr Arbeit, wie wenn du eine Spule austauscht. Und die kostet halt gar nichts mehr, weil die Watte, wenn du jetzt nicht eine Spezialwatte kaufst, die geht nicht anders wie eine Bio-Watte von DM. Und vom DM kriegst du einen Sack Watte und dann machst du so ein kleines Büschel rein und dann kannst du wieder hier 20, 25, 30 Milliliter ohne Probleme wegdampfen, ohne das was kogelt. Und dann machst du neue Watte rein, dann ist er immer frisch und hast keine Kosten mehr. Aber und dann habe ich natürlich gestern mit den Donis, ich habe neue angesetzt, ich müsste ja fast einmal meinen, wie es bei mir zurzeit ausschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, pass mal auf. Ah. Siehst du das oben? Die Fläschchen im Regal? Ach da, ja. Ah. Siehst du, ja, das ist natürlich oben, unten sieht es noch viel schlimmer aus und da habe ich neu gemischt, neu meine Edelliquids und die sind ja alle hin und weg, weil ich ja schwule Liquids mache. Was, schwule? Schwule Liquids. Das Aredo hat den Begriff kreiert. Und jetzt waren die Donis da, die dampfen ja alle mit Leidenschaft. Und der hat jetzt wieder die neuesten Kreationen von mir und sagt, das ist so der Wahnsinn, du musst da wirklich runtergehen. Die sind ganz mild, ganz weich. Die sind halt so wie, wenn der Sonne zur Nase rausläuft. Und was ich jetzt mittlerweile habe, fast praktisch nur Nikotin. Also die neuesten, wo ich mache, ist gar kein Nikotin mehr drin. Nicht, weil ich Probleme habe mit Nikotin, sondern weil ich stehe zurzeit auf das Schwule, dass hier die Aromen sich aufbauen, wenn du, ist ein Geschmack ohne Ende. Und du wirst merken, ich war jetzt hier bei meinem Medidonis in Ansbach, bei meinem, der die Aromen herstellt. Und der hat jetzt neu umbaut. Und dann hat er die neueste Serie. Und die haben wir dann ein paar probiert. Und die kannst alle total vergessen. Und er weiß es. Und er sagt, Udo, du kannst nichts mehr anders verkaufen. Die sind so kaputt. Die wollen bloß noch Dampf und 40 Watt, 50 Watt, 100 Watt. Ja. Und das ist, ich dampf 8 Watt, 8,5 Watt, 9 Watt, ich mache schon mal auf 13, 15, kurzzeitig. Ich habe halt so, wie die ersten Wickler gekriegt habe, habe ich mit 15 Watt plötzlich dampf. Vorher immer nur 8 Watt. Und dann war das schön, weil das rausknallt. Und dann habe ich erst gemerkt, wie blind ich das mache. Das ist wie ein Platons Höhlengleichnis, bloß umgekehrt, dass du im grellen Licht lebst. Ja. Das ist, die Welt ist mittlerweile wie wenn du in einem Zimmer bist. Und das sind hier 15.000 Watt an Stadionscheinwerfer und rein in das Zimmer rein. Und jetzt schalte ich die aus. Die Fenster sind offen. Es ist außen strahlender Sonnenschein. Normales Tageslicht. Und die Leute sagen, es ist ja, da sieht man ja nichts mehr. Und alle, die jetzt da rein strudeln, in die Art so zu dampfen, mit viel Dampf, was ja nur Optik ist. Und du magst dann ein Liquid von mir, dann sagen die, das schmeckt ja nach nichts. Und ich sag, pass auf, ich habe dann, wie ich die 15 Watt, dann bin ich auf 13, dann auf 10 und dann bin ich wieder auf 8 langsam runter und wenn ich diese Zeit lang hab,
Ich schmeck 10-mal mehr wie mit die 15 Watt, weil du gar nichts mitkriegst. Das ist eine Reizüberflutung. Und jeder, der diesen kleinen Entzugsprozess mitmacht, der Toni auch, die waren jetzt zweimal auf 10 oder 11 Watt, die sagen, das ist so ein Wahnsinn, wenn du sitzt und das dann durch die Nase rauslässt. Dann war ich bei meinem in Österreich über Ostern, der Martin, wo ich den Kopf geschenkt gekriegt habe. Das ist ja auch so, also ein Dampfer, der hat ja da Obsession draus gemacht. Und der ist auch 45 Watt Doppelspule. Und dann haben wir hier zeitlang zu, ich habe ja die baue ja die teilweise noch um, den Kaifun habe ich sogar noch, dass der Zug enger ist. Und dann habe ich gesagt, du brauchst eine komplett andere Einstellung dazu und du kannst es erst beurteilen, wenn du dich ja zeitlang damit beschäftigst. Nichts ist tödlicher wie ein Vorurteil. Weißt du, bei Platons Hirngleichnis, den ich hochhole, der dann sagt, es ist grell, das tut weh, das sieht mir ja nichts und der will wieder zurück in die Helik, kann man ja spiegeln auch, was ich gerade gesagt habe. Wir können dich auch ins Grelle setzen und du kommst in einen normal beleuchteten Raum und sagst, es ist stockfinster. Und die Schwierigkeit habe ich gemerkt beim Teigkochen. Wenn ich normal Teig koche, dass das sehr scharf ist, da sagen die Leute, brennt ja alles, man zieht nichts. Ich sage, wenn du da einmal über den Punkt hinaus bist, wirst du viel mehr schmecken wie ohne. Weil nämlich, was das Zeug ja macht, es erweitert erst einmal die Blutgespräche und die Geschmacksknospen. Und das ist wie ein Muskelkater für die Geschmacksnerven, dass das erst einmal bloß brennt und weh tut. Wenn das für dich normal wird, sind die aber total offen, dann kriegst du Sachen, mit die der normale Mensch überhaupt nicht mitkriegt. Auch nie mitkriegen werden, wenn er nicht einmal durch den Schmerz des Entzugs geht. Ja, cool. Jetzt gutes Beispiel. Und das ist alles, was ich erzähle. Wir sind mit Martin, dann kriegt er meine neue Nummer 1, meine neue Tabakmischung. Die machen, ein paar so Buben von mir machen das aus Naturtabak, die nehmen selber treten Tabak und dann machen die hier wie in einem kleinen Labor, machen die den Tabak praktisch eine Essenz als Aroma. Und das ist halt so, die haben auch immer so die Dampfer und reinhauen und dann von den feinen Mischungen, die sagen, das ist der totale Wahnsinn. Und jetzt zur Zeit bin ich auf dem Trip, dass ich neue Geschmäcker kreiere, die wenn du im Mund hast, hast du was im Mund. Ich habe andere auch schöne cremige Mischungen oder verschiedene Tabakmischungen, aber zurzeit spiele ich, dass ich Geschmäcker konstruiere, die zuerst einmal gut sind, super gut, aber du kannst es nicht definieren. Und jetzt ist es ähnlich wie in einem Orchester. Das ist wie eine Harmonie, wo alles spielt und du kannst jetzt ganz gezielt, wo ich sage, jetzt pass auf, jetzt lass mal das rein, lass ganz leicht durch die Nase raus und konzentriere dich einmal auf Banane. Und plötzlich schmeckt der Banane. Das ist wie wenn du das raushebst, wie wenn du dich auf der Tastatur auf der Taste fokussierst. Du schaust die Taste an, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, Heiko, die ist ja scharf. Das Bild meine ich. Aber in dem Moment, wo ich sage, schau auf mal auf das Plus, wo das Plus ist, da ist ein Stern drüber, komischer, und eine Wellenlinie rechts, links daneben. Du kannst auf das Kopf schauen, da ist dann das Ad-Zeichen, oder bei der 6 ist es Plus und bei der 5 ist es Prozentzeichen. Da haben wir schon die zwei Kreise oben rum. Und das ist jetzt, das siehst du erst, wenn du dich reinfokussierst. Und so musst du dir das mal meine Liquids vorstellen. Das ist ein Geschmack. Und ich sage jetzt, und jetzt achte mal hier, da ist, meine wenn jetzt Banane. Und jetzt achte jetzt ist der Geschmack. Und sobald du dich auf, jetzt habe ich ein Echo. Warte da mal einen Moment, sag mal kurz was rein, Heiko. Eins, zwei, drei. Gut, jetzt ist wieder weg. Du hast jetzt irgendwas aufgemacht. Und genauso ist es, du hast einen tollen Geschmack und sobald du dich auf einen bestimmten Geschmack konzentrierst, ist der wie wenn der rauskommen wird und du schmeckst dann nur Banane oder du schmeckst bloß das oder du schmeckst bloß das. Und die schütteln den Kopf und sagen, das ist der totale Wahnsinn, wenn du das, das macht plötzlich eine vollkommen neue Art zu dampfen. Nicht nur. Das ist mir tatsächlich bei Chips aufgefallen, mit dem Scharf eben. Am Anfang aber die Stärke bei diesen Chips. Aber es ist wirklich so, man gewöhnt sich dran. Das ist interessant mit dem Scharf, weil ich mich da auch schwer tue. Bei mir läuft die ganze Zeit eine Parallele im Hintergrund mit dem Sex. Immer extrem. Und wenn du so richtig extrem bist, ist immer der neue Kick, immer noch weiter. Und wenn du dich davon mal zurückziehst, zu diesem Kuscheln. Ist schwer. Aber es gibt hier viel mehr. Du sollst, Heiko, das Leben, das Programm, du mal kurz mit irgendwann, ich habe da ist Martina. Also jetzt mach mit.
Mache mal Mikro weg. Muss dann wieder zu, wenn du sprichst, wieder aufmachen, ne? Ist jetzt gut bei dir, Heiko? Hörst du mich gut? Ja. Es kommt von ihr, weil sie kann. Ich habe ja auch keinen Kopfhörer auf, aber leiser, wenn Max geht's zum Beispiel auch, wenn es zu laut ist, funktioniert es nicht. Das ist ja immer das Schöne, der Sinn des Lebens ist, dass du dein momentanes blaues Ich, dein Programm erforscht. Aber dazu musst du wer anders werden, wie der du zu sein glaubst. Du weißt, wir wollen nichts verändern, einfach nur schauen, wie du funktionierst, wie du reagierst, die Vorlieben in jedem Bereich, die Fantasien, die Wünsche, die du hast. Das ist ein ganz individuelles Programm, das deine individuelle Traumwelt ausgestaltet. Und dann die Komplexität, ich habe das tausendfach erklärt. Jetzt gerade zum Beispiel, vorher habe ich ein Gespräch gehabt mit meiner Inge, mit der Rasa, das ist die Putzfrau von der Inge, da habe ich es jetzt einmal zu tun gehabt mit zwei älteren Frauen. Da erzähle ich was ganz was anderes, wenn du hier Inge 77, die Rasa war so, kann ich schwer schätzen, jetzt vom Äußern, die wird auch so Ende 60 sei, vielleicht im Mannalter. Und das ist jetzt einfach nur schauen. Und dann die Wertung, diese hartnäckigen Wertungen, dieses permanente Verstreuen der eigenen Gedanken um einen herum. Heiko, das ist, es ist passiert. Und ich sage, lass mal unangetastet. Erheb dich immer wieder und das ist so hartnäckig, dass diese vielen kleinen Beispiele, ich erwähne noch vom ersten Mal hören, wenn du meinen Gedankengang mitgehst, wenn dir das logisch erscheint, wirst du zeitlich gedacht, bewusst zeitlich gedacht, 15 bis 20 Jahre brauchen, bis du es verstanden hast. Diesen Doppelschritt, dass du immer eins drüber bist. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, der übrig bleibt. Alles andere hat keine Überlebenschance. Und das macht, solange das Programm noch arbeitet, Angst und dann eigentlich doch wieder nicht, wenn man es verstanden hat. Es ist eine frohe Botschaft, es ist mein Evangelium. Und das ist auch bei Zeiten des Loslassen lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil es ist Gedankenwellen sind nicht für die Ewigkeit erschaffen. Und der immer ist, kann nicht existieren. Weil er immer ist. Was existiert, ist vergänglich. Auch wenn wir das immer zwanghaft wiederholen. Die guten Menschen, um diese Lügen, was ich heute Morgen nochmal reingestellt habe, haben wir im Kleinfeld-Vortrag nochmal unterstrichen. Mit Bilder, echte Bilder. Ein Bild entsteht in dem, denk an die 200 Gramm rote Gnede. Alles andere ist Interpretation, Heiko. Das ist so hartnäckig, dieses Interpretationssystem. Wenn du in einem Chat bist, dann hast du einen Namen, dann ist eventuell eine Vorstellung da. Der entsteht, der Gedanke entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Wie hartnäckig ist in dir noch der Zweite, der dir einredet, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Und dann im selben Moment auch noch im Hintergrund dir suggeriert, dass die Sachen, die du denkst, auch dann da aus sind, wenn du sie nicht denkst. Und vor allem, wenn du an die Vergangenheit denkst, zum Beispiel jetzt vor deiner Zeit, dass das ja schon war, bevor du es gedacht hast. Wie geistlos ist es zu glauben, dass etwas, was du denkst, schon existiert, bevor du es denkst? Das ist Materialismus. Und es wird dir immer klarer, das sind Wahnsinnige. Und solange du noch parteiisch bist, habe ich doch so oft gesagt, erheb dich über die Tasse, betrachte, wenn über ein Thema diskutiert wird, du kannst jetzt wieder schauen, bist du jetzt mehr Amerika oder bist du mehr Russland? Es spielt keine Rolle, es ist einseitig. Beides ist einseitig. Oder wir gehen einmal das, was du merkst, ich sage immer wieder, die Figuren in einem Raum sind sowieso bloß alles Zombies. Die sind so, wie man sie ausdenkt. Der Udo genauso wie der Heiko und die Martina. Und alle anderen. Wir, habe ich jetzt gesagt, Singular. Wenn wir jetzt einmal ein bisschen in die normale Menschenkunde reingehen, pass auf, du schaust dir jetzt Bilder von Assad an. Nur die Bilder. Der hat fast aristokratische, im positiven Sinne gelesen, aristokratische Gesichtszüge. Und dann schaust du dir die letzten 2, 3 Interviews auf YouTube an, eventuell mit deutscher Übersetzung, wo der interviewt wird von irgendwem. Okay? Wie er antwortet, wie er auftritt. Da merkst du einen extrem disziplinierten Menschen, selbstdiszipliniert, mit einer unendlichen Tiefe und einer Weisheit, einer inneren Ruhe, einer Bestimmtheit, der hier sagt, das ist alles Lügen und schau dir den einfach an und dann mach den Layman, mach Mikromimik, wenn du das kannst und schau dir die Physiognomie an von den Menschen, wie innen so außen. Und dann machen wir die andere Seite, den Trump. Ich glaube, ich muss das nicht diskutieren. Wenn der Menschheit, die du dir ausdenkst, jegliche Form von Menschenerkenntnis, und dasselbe gilt ja für die ganzen Politikergesichter, wenn du wirklich schauen kannst.
Und jetzt nochmal, wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir nicht zu niemandem, den wir uns ausdenken, in unseren Traum, was wir uns ja nicht raussuchen können, das ist ja unsere Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt, vorwerfen, dass sie so sind, wie sie sind. Und was wir jetzt machen, wir, wenn Udo jetzt Vorträge hält oder der Heiko das schneidet und reinstellt, uns ist vollkommen klar, dass das, was wir machen, machen wir nicht für irgendwelche Figuren, die wir uns ausdenken. Sondern mit diesen Facetten, was jetzt kommt, die Lebensjahre, wenn ich immer sage, in dem Buch, wo du drin steckst, Heiko, es ist für den Leser und nicht für irgendeine Figur aus deinem Lebensbuch. Die Menschen in einem Traum haben keine Überlebenschance. Ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Das sind Sachen, die kannst du sofort nachvollziehen. Ich bin der Erste, denk an Blindfeld. Wie oft ich das sage. Da gibt's nichts zu diskutieren, wenn einer diskutieren will. Wenn einer sagt, das verstehe ich nicht. Da gibt's nichts zu verstehen. Hör einfach zu, was ich dir sage. Egal, was du denkst, es existiert in dem Moment, wo du es denkst, weil du es denkst, und es wird für dich genauso sein, wie du dir es denkst. Das gilt auch für alle Sachen, die du anschaust, die in deiner VR-Brille in Erscheinung treten. Und wenn du wegschaust, ist es immer die Gnade, die sich umfängt. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Schau, was ist. Und das widerlegt schon den ganzen Geschwätz vom Zweig. Und es muss nur der verstehen, der mir jetzt zuhört. Nur der muss es verstehen. Alles andere ist ein Trockenspiel. Das heißt, wenn ihr jetzt im Fliegenstall seid, das träumt nur ein einziger Geist, aber jetzt haben wir unseren Splitscreen, der empfindet sich als viele extrem unterschiedliche Menschen. Und dann auf der unteren Ebene kann man sich austauschen. Aber das verbindende Parameter ist der, der sich's ausdenkt, und dann ist es doch bloß wieder einer. Und nur der lernt dann von diesen vielen Kombinationen, die man dann erleben darf. Und es bleibt was Intimes für den einen, der uns jetzt ausdenkt. Das ist das, was ist. Wenn einer diskutieren will, lassen links liegen, lassen wieder in dich reinfahren oder lassen links, links ist außen, ist umgekehrt. Link, der ist link. Die Rechten sind ja jetzt immer die Bösen. Wobei, solange wir auf der unteren Ebene sind, ist links genauso richtig wie verkehrt. Und rechts ist auch links. Hängt davon ab, von welcher Seite, dass man das sehen. Und dann wird dir irgendwann einmal klar, dass du in einer flächigen Welt lebst, wo du nirgends reinschauen kannst, wenn du praktisch in deiner Küche stehst und dich rumdrehst, du siehst immer nur Oberfläche. Und wenn du jetzt den Kühlschrank aufmachst und den Kopf in den Kühlschrank reinhältst, siehst du auch nur die Oberfläche, die innere Oberfläche und die äußere Oberfläche. Es ist immer, du schaust immer nur Oberflächen. Und weil der Raum als Ding an sich wirklich nur ein Konstrukt, eine Illusion ist, das Volumen ist eigentlich nur ein Austauschen von flachen Bildern, die in der richtigen Kombination die Illusion einer Dreidimensionalität ergeben, wie bei einer VR-Simulation. Und das ist ein Unterschied, ob dir jetzt das an logisch erscheint, aber die Hartnäckigkeit dieses materialistischen Denkens wert normalerweise so lange, bis du es durchschaut hast. Richtig durchschaut hast. Und das Schöne ist, Heiko, das ist alles schon passiert. Schreibe jetzt das Neue, wenn mir, habe ich gerade erklärt, mal ganz kurz nur Holofeeling, dann muss ich was kochen. Das Wort Wille. Vater, dein Wille geschehe. Das Problem ist, dass der Vater ja zu dir sagt, ich bin du. Das Wille, wenn wir das nur mal in der deutschen Etymologie anschauen, also die klassische Etymologie ist interessant, es kommt vom Wort wollen. Wille kommt von wollen. Was ich will, ist ja das Wollen. Jetzt ist interessant, dass dieses Wort wollen etymologisch weder aus dem griechischen, lateinischen kommt, es ist wirklich indogermanisch, ist urgermanisch, altdeutsch. Und da hat man nicht wollen gesagt, selbst jetzt in einer Zeit hier so im 12., 13. Jahrhundert, jetzt natürlich ausgedachte Vergangenheit, wir reden normal, weil in der Vergangenheit war nie was, ich rede wieder von unserer Transversalen, von der tieferen Ebene, das ist, heißt eigentlich Wellen, musst nachschauen mal im DWDS, das heißt, das Wollen heißt Wellen. Willen ist Wollen, ist Wellen, und dieselbe Wurzel ist das Wort Wählen. Das heißt, das, was ich will, ist mein eigenes Wellen, das, was ich auswähle. Da kommen die Wellen her. Das, was ich auswähle, was ich mir ausdenke, was ich aufschmeiße an Gedankenwellen in mir, das ist Wille, Wolle, Wählen. Das Wort Wählen, jetzt machen wir mal den Sprung. Die Wahl ist Creatio. Jetzt haben wir hier die Kreation. Haben wir immer zwei. Den Creator im Englischen und die Kreatur.
Und jetzt kann man natürlich dann, wenn man jetzt da den Wille hebraisieren oder das Wollen zum Beispiel, wenn man ja wie all ist ein doppelt aufgespanntes Joch, jetzt hast du schon das Wellen. Das hochgeht. Wollen ist wie all leen. Das doppelt aufgespannte all mit 70 geschrieben ist ein Joch und ist eine auseinandergeschmissene Existenz. Du merkst jetzt, dass das wirklich ein arithmetisches Computerprogramm wird. Und ich sage, solange da in deinem Kopf noch drin ist, dass das im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende aus unartikulierten Wirlauten entstanden ist, in der Präzision, wie ich das zeige, ist alles Schwachsinn, ist alles weg, es ist alles ganz anders. Und das Schöne ist, wenn man jetzt immer noch in dem Wahn lebt, das müssten meine Mitmenschen wissen. Ihr wisst, die gingen mir am Arsch vorbei. Nur du interessierst mich, einzig und allein du. Du wirst aber nicht glauben, dass ich welcher der Martina aufgetaucht bin oder welcher den sonst wem. Nur ich bin in dem aufgetaucht, der mich jetzt ausdenkt. Und nur den kann ich wach machen. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Und du denkst dir jetzt den Udo aus und den Heiko aus und die Martina aus. Stimmt oder stimmt? Das kann man immer wieder wiederholen. Und du warst schon da, bevor du an Udo gedacht hast. Du bist auch dann da, wenn du nicht an die Martina oder an den Heiko denkst. Das ist, weil du immer bist. Weil du, Geist, was bist. Ich könnte es jetzt kurz machen, du bist ich. Du bist der, der sich's ausdenkt und seine eigenen Gedanken dann auch erlebt. Das heißt, du hörst jetzt den Udo sprechen, den du dir ausdenkst. Also ich höre den Udo jetzt sprechen. Hörst du den Udo sprechen? Da bist du ich. Aber das Ich wird jetzt nicht sagen, ich bin dieses Gehirn oder dieses Ohr. Das ist die einzige Botschaft. Darum ist es ja nie sinnvoll, gerade jetzt die Masse, das rudert sich ja jetzt so auseinander in diesem Wahn von Meinungen, von Lügen, von was, du kannst die Masse, du kannst Figuren in deinem Traum nicht erreichen. Die sind ja nie schuld. Da kommt dieser Zurückziehprozess, wo du merkst, selbst dann mit Grüppchen. Man kann sich da bereichern, wenn wir jetzt da zusammensitzen, wo ein Fiegenstall ist, oder so einen kleinen Vortrag machen, oder Rauschenberg. Aber egal was, oder die Helga-Truppe jetzt, und du wirst dann schon wieder merken, wenn dann nicht die Präzision ist, geht dann schon wieder die Diskussion irgendwie los. Da muss man sich immer wieder ausbremsen. Da kommt immer wieder die eigene Rechthaberei, weil man meinte, man wüsste mehr wie die anderen. Obwohl das Wissen der anderen ja auch deine Facetten sind. Die denkst du dir ja auch aus. Dass da immer noch das Gefühl ist, dass meine Meinung richtig ist wie die Meinung der anderen. Ich hab das überhaupt nicht. Darum geht's. Und dann kann man dann clever sein, am liebsten bin ich ja der Heiko, der lässt die Deppen einfach machen und denkt sich sonst alle, wenn ich der Heiko bin. Muss er mir nicht reinsteichern, die lasse ich die Drecksarbeit für mich machen. Dann kann ich aber sagen, ich bin clever, ich mache den Udo und dann lasse ich den Heiko teilweise die Drecksarbeit machen und mit dem schneiden und dann ist jeder hat irgendwie seinen eigenen Bereich. Bewusstsein ist, hat nichts mit Wissen zu tun, Heiko. Ich habe das immer wieder, wenn eine, ob das meine Inge war, die strahlt vor Weisheit, wenn man das erlebt, jeder ist hin und weg und die hat lange Zeit gesagt, ich kann mit die Zeichen nichts anfangen. Ich sage, das ist auf deinem Film nicht drauf, da geht es um was anderes. Die innere Ruhe, das ist wie die Augen können nicht hören. Das ist immer wieder, ich kann immer nur dieselben Beispiele sagen. So Leute, ich kling mich wieder aus bei euch zwei, hab mich gefreut. Wenn du mal so Sachen hast, dann könnt ihr gerne, wenn es mal danach ist. Oder leiser machen. Wenn du leiser machst, ist es auch nicht. Das ist bei dir das Mikro zur Norm Lautsprecher. Oder eine Kopfhörerkombination kaufen. 10 Euro jetzt ist leiser, oder? Nein, ich nehme doch immer auf mit dem. Das kann ich nicht mit Kopfhörer. Das ist wurscht. Alles klar. Aber das ist halt so im Spielen, wenn du schaust. Lass es laufen, es ist alles gut. Ihr könnt gern, was ich noch gesagt habe, weil du dann den Ding, wenn dir wieder Skype oder was, könnt ihr gern wieder Heiko zustellen, wenn ich da bin oder irgendwie Lust und Liebe, klinge ich mich ein. Gern. Gerne. Ciao. Tschüss. Ciao.